Herzlich willkommen auf gutscheinmagazin.de. Heute wollen wir euch die Anwendung von fußball.de vorstellen. Ich denke, die kennen schon viele von euch, aber dass es das Ganze auch mobil kostenfrei als Anwendung gibt, das ist vielleicht noch nicht jedem bekannt und von daher hier unser Testbericht heute. Die Anwendung ist aufgeteilt in unterschiedliche Artikel oder unterschiedliche Bereiche. Der erste Bereich ist hier zum Beispiel News. Hier findet man zum Beispiel was zur zweiten Bundesliga, aber man bekommt dann hier auch unten gleich die Überschrift angezeigt und auch noch ein paar mehr Infos, also wann es veröffentlicht wurde, und klickt man drauf, wird hier super schnell nachgeladen eigentlich der jeweilige Artikel und den kann man sich dann durchlesen. Es ist hier wirklich eine lange Liste an Nachrichten. Fußball.de ist, ja, wie ich sagen würde, eigentlich auch eine der aktuellsten Nachrichtenseiten hier und da findet man auf jeden Fall ziemlich flott die Informationen. Es gibt aber nicht nur den Reiter News, es gibt auch den Reiter Ergebnisse. So kann man jetzt zum Beispiel in der Bundesliga swipen, also hier seht ihr zum Beispiel von heute was. Samstag war ja heute mit dabei, morgen spielen dann noch Stuttgart und Hoffenheim und noch Frankfurt und Dortmund. Hier kann man auch nochmal draufklicken jeweils. Dann gelangt man halt nochmal so zum Live-Ticker-Bereich, der jetzt hier natürlich nicht mehr aktiv ist, sonst wäre er es aber natürlich. Und man kann hier oben rechts auch auf die Tabelle zurückgreifen. Das Ganze funktioniert nicht nur bei der ersten Bundesliga, auch bei der zweiten und dritten, bei den Amateuren, aber auch bei zum Beispiel Champions League, DFB-Pokal oder auch beim Frauenfußball. International übrigens auch, also ist einiges mit dabei. Hier in der Mitte kann man noch den eigenen Verein wählen. Also da, das ist eigentlich so eine Art Favoritenfunktion. Man favorisiert sich hier seine zwei, drei Lieblingsvereine, die man so im Fokus behalten möchte. Ich habe jetzt zum Beispiel mal als Beispiel Bayer Leverkusen einfach nur irgendwie genommen. Und hier klickt man dann drauf. Man bekommt dann hier zum Beispiel ganz oben angezeigt Bayer 04 Leverkusen Herren. Da geht man dann einfach mal drauf. Und hier kann man dann zum Beispiel auch nochmal gehen, Bundesliga, DFB-Pokal etc. Man kann sich aber auch sagen, ich möchte die E-Junioren. Dann klickt man da ganz einfach drauf. Hier sind jetzt derzeit keine Informationen vorhanden, aber es kann auch durchaus mal sein, dass auch bei, ja, ich sag mal so, im geringeren Verein, also wenn da die in Ligen spielen und auch da ein bisschen mit dabei sind, dass es dann dort zu auch Informationen gibt. Zum Beispiel hier haben wir ein Beispiel. Das ist jetzt die FSBJBL DFB1, also es ist nicht ganz so eine bekannte Liga, aber auch zu solchen Sachen bekommt man hier Informationen angezeigt. Das ist ziemlich cool, wie ich finde. Es gibt dann hier noch den Live-Ticker, der ist zum Beispiel heute noch auf Samstag eingestellt. Ja, es ist jetzt 22 Uhr, da läuft natürlich nicht mehr ganz so viel. Ich glaube, das letzte Spiel müsste jetzt eigentlich auch, ja, das ist jetzt natürlich auch schon vorbei, aber morgen zum Beispiel beim Sonntag, etc. Hier zum Beispiel Stuttgart, Hoffenheim, da könnte man dann morgen wieder reinklicken und da bekommt man dann auch unterwegs die einzelnen Informationen angezeigt. Im Reiter mehr gibt es hier nochmal kurz die Einstellungen. Hier kann man einen Toralarm aktivieren. Das geht dann natürlich per Push-Notification, also Tore, Karten, Wechsel und Highlights gibt es hier noch. Das ist natürlich ganz cool und bei Einstellungen konnte man dann noch was zum Datenschutz einstellen. Community-Login gibt es auch noch. Und das Impressum. Insgesamt eine ziemlich coole Anwendung. Ihr seht auch schon, wie toll die eigentlich erstellt wurde. Also die läuft total flüssig. Das Design ist top in Ordnung. Und da sieht man eigentlich, das ist eine super entwickelte Anwendung. Da ist alles tipptopp. Da bekommt man Rieseninhalte. Und auf fußball.de ist eigentlich redaktionell auf einem ziemlich hohen Niveau. Die Texte sind gut, die Inhalte sind flott vorhanden. Und da kann man nicht meckern. Für Fußballfans ist das hier eigentlich ein totaler Pflicht-Download. Das darf auf keinem iOS-Gerät fehlen, falls man unterwegs jederzeit informiert sein möchte. Und das Ganze sogar per Push-Notification, wenn es neue Tore gibt. Das war's aber jetzt von uns. Ihr seid jetzt dran beim Ausprobieren und Herunterladen und bis zum nächsten Mal. Ciao!